Sie sind hier, 21. Dezember 2018, 13.40 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Snowboardcross ist seit 2006 im Programm der Olympischen Winterspiele. Urheberrecht Getty Images. Martin Nöll und Leon Beckhaus überraschen zum Weltcup-Auftakt die komplette Snowboardcross-Elite. Die beiden Deutschen fahren ihre besten Karriereergebnisse ein. Die deutschen Snowboardcrosser sind mit einem herausragenden Ergebnis in die Weltcup-Saison gestartet. Beim ersten Rennen in Cervinia, Italien, feierte Martin Nöll aus dem niederbayerischen Adkofen fast sensationell den ersten Sieg seiner Karriere. In einem packenden Finale bei dichtem Schneetreiben kam außerdem Leon Beckhaus Miesbach, der lange um einen Platz auf dem Siegerpodest mitgefahren war, auf Rang 5. Nöll und Beckhaus, der bis zum Finale völlig überraschend seine K.O.-Läufe gewonnen hatte, sind damit auch für die WM im Februar 1-10. Februar in Park City, USA qualifiziert. Es ist unglaublich, sagte der 26 Jahre alte Nöll, der im Weltcup noch nie auf dem Podest gestanden hatte. Beste Platzierung des Sportsoldaten war bislang ein 4. Rang vergangenen Februar beim Rennen am Feldberg. Nöll hatte sich vom Achtelfinale-Weg mit einem ersten, einem zweiten und einem dritten Rang ins Finale gekämpft, dort lief es für ihn dann perfekt, wie er betonte. Nach Rang 5 bei der ersten Zwischenzeit übernahm er die Führung, gab sie nicht mehr ab und gewann schließlich von dem routinierten, bereits viermal im Weltcup siegreichen Omar Visentin, Italien. Den dritten Rang belegte Hanno Duch an, Österreich, von Sportinformationsdienst.